Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Online-Anbieter. Ja, Online-Shopping ist ja keine Neuheit mehr. Das Ganze natürlich auch für den Musikmarkt sehr geeignet. Natürlich auch schon sehr kontrovers die letzten Jahre mit den vielen illegalen Downloads, was aber auch zum Glück auch zurückgegangen ist. Denn wir appellieren natürlich weiterhin an euch, die Musik wirklich zu kaufen. Und somit haben wir jetzt für euch die Global Player, im Prinzip die größten der Anbieter, die für euch als DJ interessant sind, hier aufgelistet und das Ganze für euch tabellarisch zusammengefasst, wo denn hier die Vorteile und Unterschiede so liegen. Beatport natürlich ein absoluter Klassiker für DJs. Jeder sollte Beatport auf jeden Fall kennen, es ist eine wichtige Plattform. Und wir starten direkt mit dem Preis. Beatport ist verhältnismäßig teuer, ja, aber es geht auch ein höherer Prozentsatz an den Künstler an sich. Außerdem bekommt ihr hier eine sehr, sehr große Auswahl und vor allem die Plattform ist eben auf DJs spezialisiert. Das Dateiformat ist wählbar. Ihr könnt die MP3 nehmen, aber auch ein AIFF oder eine WAV-Datei. Je nachdem kostet es dann aber noch Aufpreis dafür, dass ihr eben bei der WAV-Datei zum Beispiel die komplett unkomprimierte Datei bekommt, die dann im Übrigen natürlich auch deutlich größer ist. Also wenn ihr Speicherplatzprobleme habt, solltet ihr das auf jeden Fall auch beachten. Und die MP3-Datei ist mindestens 320 Kbit pro Sekunde von der Qualität her, also sehr gut. Hier seid ihr als DJ gut bedient. Außerdem gibt es noch Charts für jedes Genre, weil Beatport ist eben ja sehr breit aufgestellt mit vielen unterschiedlichen Genres und da gibt es für jede dann unterschiedlich die einzelnen Trends und es gibt außerdem noch DJ-Charts und Playlisten eben von bekannten Künstlern, die ihre Favorites da noch zusammengestellt haben und es gibt auch noch Toplisten. Also haufenweise Möglichkeiten, um hier auf die Suche zu gehen und sich neues Material zuzulegen. Die Bezahlung läuft per Bankeinzug, Kreditkarte oder PayPal. Die klassischen Bezahlungen, die uns jetzt auch bei den nächsten Anbietern wieder weiter so verfolgen werden. Vorhören könnt ihr 120 Sekunden, das ist auf jeden Fall sehr gut. Außerdem bekommt ihr noch die Wellenform angezeigt, eben als optisches Feedback, dass ihr genau seht, was im Track denn alles so passiert. Und ihr bekommt auch noch Zusatzinfos über BPM, Key und ähnliches, was eben sehr wichtig ist ja für DJs und das bekommt ihr bei anderen Anbietern wie auch zum Beispiel iTunes ja alles nicht. Deswegen, man merkt hier wieder, Beatport ist auf DJs zugeschnitten. Außerdem merkt man das daran, dass es bei Beatport Stems zu kaufen gibt. Das ist ja dieses besondere Dateiformat, in dem der Originaltrack in vier Spuren aufgeteilt ist, je nachdem zum Beispiel eben in Bassdrum, Melodie, Vocal und so weiter. Das ist ja so ein Zwischending zwischen einer wirklichen Produktion, einer rohen, an der man noch eben viel manipulieren kann und eben dem fertigen Track, der es nur als eine Spur gibt. Dazu aber auf jeden Fall noch später mehr im Kurs Mixing. Außerdem gibt es Beatport Exclusives. Die sind leider teurer, dafür eben gibt es sie nur auf Beatport, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass eure Konkurrenz die hat, sinkt, wobei eben, Negativargument, es gibt die auch nur da, das heißt, wenn ihr nicht auf Beatport unterwegs seid, werdet ihr sie auch genauso wenig finden. MyBeatport, vorhin schon mal in der vorherigen Lektion angesprochen, ist diese tolle Funktion, dass ihr Labels oder auch Künstlern folgen könnt, dass ihr immer up to date seid, was alles an neuen Releases kommt. Und hier habt ihr dann eben immer diese Liste und könnt die sehr schnell durchhören. Außerdem könnt ihr euch noch ein eigenes Künstlerprofil als DJ erstellen und dann ist es natürlich wie auch eine Art soziales Netzwerk. Kommen wir zu iTunes, natürlich nicht nur für den privaten Anbieter, sondern auch als DJ geeignet. Denn es ist gar nicht mal so teuer. Angefangen von 69 Cent bis so 1,29. Irgendwo dazwischen wird der Preis wahrscheinlich liegen, eben pro Track. Pro Album ist natürlich immer was anderes. Die Auswahl ist sehr, sehr, sehr groß. Wobei es teilweise Schwierigkeiten gibt bei sehr undergroundigen Tracks. Denn die haben vielleicht auch teilweise Schwierigkeiten bei iTunes reinzukommen. Also eher nicht. Aber es kann sein, dass ihr hier nicht immer alles finden werdet. Da ist Beatport auf jeden Fall schon näher an der Szene.
Außerdem gibt es keine speziellen Subgenre. Selbst wenn ihr die Musik an sich findet, ist sie dann halt nicht bei Chill House einsortiert, sondern eben generell nur bei elektronischer Musik. Dateiformat ist AAC, das Apple-eigene Komprimierungsformat. Angeblich sehr, sehr wenig Verlust dadurch, aber trotzdem, es sind nur 256 Kabel pro Sekunde und keine 320. Kann man noch verkraften, aber auf einer ganz großen Anlage, vor allem wenn ihr auf Festivals spielt, kommt ihr nicht mehr drum rum, wirklich die mindestens 320 Kbit MP3 sich zu kaufen. Eben noch besser eigentlich die Wave-Datei, weil man wird es definitiv hören. Auch wenn ihr es eben zu Hause oder auf euren Kopfhörern jetzt erstmal nicht hören könnt. Charts gibt es natürlich nur die Mainstream-Charts. Klar, ist jetzt nicht so ausführlich, aber immerhin, wenn ihr zum Beispiel auch eher als Mobile-DJ unterwegs seid oder als Disco- und Party-DJ, dann werdet ihr hier auch fündig werden. Definitiv ist es ein gutes Feedback von dem, was die Masse draußen so hört. Bezahlung per Kreditkarte und PayPal, ganz klassisch. Vorhören könnt ihr hier leider nur 90 Sekunden, nicht so lang wie bei Beatport. Hier gibt es auch keine Wellenform oder andere Zusatzinfos. Wenn der Track sehr klein ist, dann kann es sogar sein, dass ihr nur 30 Sekunden vorhören könnt. Aber das ist ja dann auch verhältnismäßig zur Tracklänge. Von daher ist noch in Ordnung, aber auf jeden Fall weniger. Specials sind Apple Music als Streamingdienst. Dazu auf jeden Fall noch später in diesem Kurs. Für DJs halt ein bisschen schwierig, aber es ist eine Option. TrackSource geht in Richtung Beatport, ist auf jeden Fall teurer, ist aber auch sehr gut in der Auswahl und wieder eben der Schwerpunkt auf DJs. Das heißt, ihr bekommt hier auch viel Underground und teilweise sogar Sachen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Das sind auf jeden Fall deutliche Pluspunkte. Das Dateiformat ist auch wieder sehr hochwertig, von daher auf jeden Fall auch deutlicher Pluspunkt und man sieht wieder, dass hier das eben ein Portal für DJs ist. Charts und Trends gibt es auch wie bei Beatport wieder für jedes Genre und eben es gibt wieder diese Top-Listen. Von daher genau wie bei Beatport auch eine große Auswahl, um auf neue Musik zu stoßen und zum Beispiel auch bei Künstlern oder Labels, wenn ihr da eine gewisse Präferenz habt, könnt ihr euch auch daran immer wieder orientieren. Die Bezahlung ist auch wieder die klassische. Wichtig ist nur hier, dass ihr im Hinterkopf haben müsst, dass ihr die Tracks nur 24 Stunden nach eurem Einkauf downloaden könnt. Das ist natürlich ein Problem, dass insofern euch mal der Laptop geklaut wird, kaputt geht, ihr aus Versehen was löscht, whatever. Dann habt ihr hier bei TrackSource auf jeden Fall ein Problem. Bei iTunes, Beatport und so weiter könnt ihr die Tracks immer wieder runterladen, so oft ihr wollt. Specials sind außerdem Stems und My Track Source. Das ist eben auch wie bei Beatport, funktioniert genauso. Und insofern sind die beiden Anbieter sich natürlich sehr ähnlich. Und auch was das Vorhören angeht, habt ihr hier noch die weiteren Zusatzinfos. Wieder 120 Sekunden, auch wie bei Beatport und wieder die Wellenform abgebildet. Also TrackSource genau wie Beatport Schwerpunkt auf DJs und deswegen auch eine Adresse, die ihr euch auf jeden Fall merken solltet. Amazon natürlich ein Mainstream-Anbieter genauso wie iTunes, ist daher verhältnismäßig günstig. Die Auswahl ist hier aber auf jeden Fall deutlich geringer als bei den drei vorherigen. Amazon können wir auf jeden Fall eher weniger für DJs empfehlen, aber es ist natürlich trotzdem ein großer Online-Anbieter, deswegen jetzt hier noch mit in der Auswahl drinne. Ja, es ist natürlich nicht auf DJs zugeschnitten und deswegen gibt es auch keine speziellen Subgenre und auch kaum unbekannte Musik. Also wer wirklich auf sehr spezialisierte Nischengenre steht, der wird wahrscheinlich bei Amazon wenig fündig werden. Ja, das Dateiformat wahrscheinlich auch wie zu erwarten. Nicht die beste Qualität, aber noch vertretbar. Und Charts gibt es halt die Bestseller und Neuheiten von Amazon. Und das ist natürlich auch was, an dem ihr euch orientieren könnt. Ist jetzt aber auch nicht so ganz so repräsentativ vielleicht für euer Genre, für die Sparte, in der ihr euch bewegt. Vielleicht eher nur für Mobile- oder Mainstream-DJs. Der Bankeinzug und die Kreditkarte auch wieder die klassischen Bezahlmöglichkeiten. Vorhören hier auch nur 30 Sekunden.
Also das ist das Wenigste, was es bis jetzt hier im Angebot gab. Ist natürlich problematisch, gerade wenn ihr zum Beispiel elektronische Musik auflegt und die Tracks sehr lang sind, kann sich hier noch viel tun im Verlauf des Tracks. Da sind 30 Sekunden natürlich herzlich wenig. Als Special gibt es noch Amazon Prime, ähnlich wie Apple Music, auch ein Streamingdienst. Ja, kann man als Option nutzen. Näheres dazu dann in der Streaming-Lektion. Außerdem habt ihr zum Beispiel noch die Möglichkeit, teilweise kostenlos Musik sogar zu bekommen online über Soundcloud oder andere Websites von Künstlern, wo ihr zum Beispiel im Gegenzug gegen eure E-Mail-Adresse, ein Like, ein Kommentar, eine Bewertung, was auch immer, dann den Track gratis downloaden könnt, manchmal sogar ohne all das. Von daher seid hier wachsam, da könnt ihr vielleicht noch ein Schnäppchen abkriegen. Und außerdem ein Insider-Tipp ist, dass ihr mit Gutscheinen und Rabattaktionen arbeitet. Denn wenn ihr als DJ ja sowieso wisst, dass ihr innerhalb von den nächsten Monaten insgesamt 100 Euro auf den diversen Plattformen ausgeben werdet, weil ihr ja als DJ auch immer wieder neue Musik braucht, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr eben viel Musik einkaufen werdet und insofern könnt ihr auch einen großen Gutschein kaufen, auf den es zum Beispiel dann auch wieder einen großen Rabatt gibt. Zum Beispiel ist es keine Seltenheit, dass auf iTunes Gutscheine 15 bis teilweise sogar 20% Rabatt gegeben werden. Somit zahlt ihr logischerweise nur 80 Euro bei einem 100 Euro Gutschein, könnt dann aber trotzdem ja 100 Euro in den iTunes Store reinladen und spart somit wirklich bares Geld. Also das hier auf jeden Fall unter uns. Noch ein kleiner Tipp, den ihr euch merken solltet. Hier gibt es noch ein paar alternative Websites. Diese sind auch für DJs geeignet, eben je nachdem, ob ihr vielleicht auch Interesse an Vinyl habt oder digital. Auf jeden Fall, das sind noch weitere Online-Anbieter. Die sind nicht so groß, nicht so wichtig, aber ihr solltet auf jeden Fall auch mal hier vorbeischauen, denn jede hat so ihre Daseinsberechtigung und bedient eine gewisse Nische und insofern könnt ihr hier auf jeden Fall auch noch fündig werden. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.